Herzlich willkommen zu diesem kleinen Infovideo. Es steht der Urlaub einen Monat bevor. In einem Monat bevor. Sendeplan sage ich da oder will ich da erklären, wie das funktionieren wird im oben eingeblendeten Zeitraum. Die Videos werden unregelmäßig kommen. Du wirst in diesem Monat wirst du sehen Fallout 4, Fallout 3 mit Mass Effect werden wir anfangen. PES und Odyssey, der Erkundungsmodus geht weiter, da habe ich ein bisschen was auf Halde. Dann habe ich zweieinhalb Stunden der Long Dark im Überlebensmodus, da wirst du was sehen. Und das reicht fürs Erste. Das wirst du in dem Zeitraum unregelmäßig sehen. Und ich möchte ein bisschen Abstand nehmen von YouTube in diesem Monat. Und mich um andere Dinge kümmern, im privaten Sinne. Da gibt es einiges, was ich noch zum Erledigen habe. Und die Zeit brauche ich auch. Und nach dem Urlaub dann, oder noch in, nach diesem Zeitraum, nach diesem Monat, werden wir dann wieder frisch und fruchtig, frisch, saftig, steirisch, werden wir dann wieder weitermachen. Cyberpunk steht hoffentlich auch vor der Tür. Und ich möchte mich dann eigentlich fast nur mehr auf Cyberpunk konzentrieren. Ich habe mich deswegen auch für die drei großen, für diese drei Spiele entschieden, Fallout 4, Fallout 3 und Mass Effect, da ich diese drei Spiele kenne. Und da weiß ich, wie ich agieren muss, da weiß ich, was ich zu tun habe, da weiß ich die Controller-Einstellungen und was am Controller halt los ist, hin und her und bla 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 und trilala und tralala. Also du weißt ja, wie das ist, gell? Ja. Das war's einmal, was den Sendeplan angeht. Bitte nicht besser, dass ich mir jetzt für knapp einen Monat entschieden habe, YouTube beiseite zu legen. Antworten werde ich auch unregelmäßig, da dürft ihr bitte nicht besser, falls ihr mir in die Kommentare schreibt. Ich möchte einfach mal abschalten, YouTube vergessen auf Zeitenschirm. Und wegen mehr tue ich das nicht. Ja, mehr ist es nicht. Einfach wieder mal abschalten und den Urlaub genießen, den ich habe. Du wirst dich fragen, was das im Hintergrund soll. Fallout 76, ich habe die nächsten 3 Stunden oder so, habe ich privat wieder mal ein bisschen gespielt. Habe dann einfach unkommentiert auf Aufnahmedruck bei Delgato und das, was du da siehst, ist dabei rausgekommen. Ich lasse das jetzt einfach einmal kurz unkommentiert so stehen. Der Charakter ist von Level 12 mittlerweile auf Level 15 und es hat, ich habe nicht viel gemacht. Im Prinzip ein bisschen die Umgebung erkundet, die Open World ein bisschen erkundet. Und bin halt dann zum Anfang zurückgegangen und habe diese Quest der Aufseherin angefangen zum Verfolgen. Mittlerweile bin ich glaube ich beim dritten Tonbundle oder so, was ich bei ihr suchen muss. Und muss aber dafür komplett wieder quer über die ganze Welt gehen. Ja, was soll ich da dazu sagen? Da kannst du eh nicht mehr viel dazu sagen, also ist ja immer das. Im Prinzip sind sie, ist ja immer der gleiche Ablauf vorhanden. Im Endeffekt, wurscht. Ich schneide dir jetzt da noch dazu. Ganz was Lustiges eigentlich, man lustig, es ist eigentlich beschämend für. Es ist eigentlich beschämend für den Entwickler Bethesda, aber recht lustig von mir gesehen oder für mich gesehen, wie du mit einem Level 15 Charakter einen Level 30 Gegner fertig machen kannst. Ich habe das recht lustig gefunden. Du hörst es nicht, aber glaubst mir, ich hab's lustig gefunden. Ich habe zu dem Zeitpunkt nicht mehr gekonnt. Ich habe mich weggeschmissen vor lauter Lachen. Gut, ich schneide das jetzt dann dazu. Viel Spaß dabei und wir hören und sehen uns dann in knapp 2 Monaten wieder. Ja, das habe ich heute aufgenommen am 18.06. um 4:30 Uhr dieses Video. Und jetzt bis zum Urlaub zu antworte ich euch eh noch innerhalb von einem Tag bei den Kommentaren. Und nach dem Urlaub dann
werde ich mir was einfallen lassen, dass ich ein bisschen mehr mit euch zusammen mache. So machen wir es. Bis zum nächsten Mal und jetzt, ja, viel Spaß bei wie man mit Level 15 einen Level 30er Gegner tötet. Bis zum nächsten Mal, baba. Oh, my God.